Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Paper Mario so Urogami King. Wir sind hier gerade im Shogunland und heute zeige ich euch, wie ihr in der Ninja-Prüfung im Haus der Tücke alle Ninja-Pappaufsteller findet. Das sind nämlich insgesamt 25 Stück. Ich hatte ein paar Probleme am Anfang und damit ihr diese Probleme nicht habt und eventuell auch schon aufgegeben habt, die alle zu suchen, werde ich euch das in diesem Video zeigen. Denn am Ende, wenn man die 25 Ninjas findet, kriegt man eine tolle Belohnung. Und die will natürlich jeder haben, ist klar, ne? So, und zwar, der allererste Ninja ist gleich hier im ersten Raum. Den kann man noch gar nicht verfehlen. Und zwar müsst ihr da einfach gegen diese Wand hier gegen hämmern. Und dann habt ihr da den ersten Ninja. 24 weitere Folgen. In diesem Raum hier habt ihr gar keinen, also hier müsst ihr gar nicht erst rumhüpfen, sondern die nächsten sind erst in dem weiteren Raum hier links. Und zwar gibt es in diesem Raum insgesamt 7 Ninjas. Einer ist hier in der Lampe versteckt, einer in dieser Asche hier in der Mitte. Da müsst ihr auch einfach mit dem Hammer gegen duddeln. Dann hier auf der linken Seite vom Schrank. Dann hier beim... Nope. Da beim Schrank müsst ihr das öffnen. Da ist noch einer. Dann in der Kiste. Den müsst ihr auch noch rausziehen, weil sonst zählt er meiner Meinung nach nicht. Ja. So, du bist auch noch meiner. Und hier müsst ihr dann noch an der Kordel dran ziehen, hinten links. Dann kommt da auch noch einer runter. Und der allerletzte ist, wenn ihr hier die rechte Seite aufmacht und hier nochmal auch an der Kordel zieht. Da kommt dann oben auch noch einer raus. Und das sind alle Ninjas, die es in diesem Raum gibt. Wenn ihr die alle habt, dann könnt ihr in den nächsten Raum, in den ihr hier dieses Wandgemälde einfach einmal zieht. Und diesen Raum könnt ihr gar nicht so viel falsch machen. Ihr müsst halt diese ganzen Tatami-Matten, die so ein bisschen heller sind, einfach umdrehen. Unter jedem ist meiner Meinung nach auch Gegner. Aber ihr könnt ja jetzt einmal gucken, dass ihr nur die aufmacht, wo zum Beispiel keine Gegner unter sind. Die drei hier in der Ecke sind's. Da und da oben links. 5 Stück also an der Zahl in diesem Raum. So, dann ganz normal weitergehen, den ihr hier gegenschlagt. Hier rechts ist dann nochmal eine Kordel, die müsst ihr auch ziehen, weil da kommt dann noch ein Ninja runter. Und das sind dann wirklich alle, die ihr in diesem Raum finden könnt. Die nächsten warten dann in diesem komischen Labyrinth, wo von unten diese Stacheln rauskommen. Als erstes würde ich euch empfehlen, erstmal zurückzugehen. Da ist nämlich der erste. Den verpassen richtig, richtig viele Leute, weil sie einfach nicht zurückgehen wollen. Genau, das ist der erste. Dann müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren, wo der richtige Weg ist. Hier sollte der zweite sein, genau. Hier ist der dritte. Dann ist hier... Aua, Mann. Man tut sich da immer sofort mal weh, das ist voll doof. Hier ist auf jeden Fall dann noch einer, wenn ihr die Kordel zieht. So, wenn ihr dann die Leiter hochgegangen seid, dann gibt es hier meines Wissens 3. Einmal ist hier einer versteckt bei diesem komischen Stein, der ein bisschen anders aussieht. Da müsst ihr einmal mit dem Hammer gegenschlagen. Dann noch ein weiterer ist hier in der Wand versteckt. Den da. Und die sind halt aktiviert, wenn die sich bewegen, dann sind sie aktiviert. Und der allerletzte, den ihr hier oben finden könnt, ist, wenn ihr hier rüberspringt und dann diese ganzen Blöcke hier aktiviert, dann ist hier noch eine Kiste und da wartet auch noch einer drin. Also 3 insgesamt hier oben. Und wenn ihr dann nochmal hier runterspringt, dann ist der letzte auch in diesem Raum. Der erscheint dann hier. So, so müsste also dieser Raum insgesamt aussehen, dass ihr dann 2, 4, 6 Stück in diesem Raum habt. Oben 3 und dann könnt ihr weitergehen. Und damit sind wir auch schon im letzten Raum, wo es Ninjas gibt. Der erste Ninja ist hier hinter versteckt und jetzt gibt es eigentlich nur noch einen einzigen Ninja. Und den bekommt ihr, wenn ihr hier auf die Platte im Boden knuddelt. Und dann seht ihr schon, unten rechts ist so eine Tür aufgegangen bei diesen Schubladen. Und die müsst ihr einfach ein paar Mal anhauen. Und dann kommt da ein Luigi raus. Aua, und da ist der letzte Ninja. Wusste ich gar nicht, dass da Luigi rauskommt. Das ist ja witzig. Ja, und das sollten quasi alle gewesen sein. Alle 25 Ninja Toads. Whee! Und dann noch die kleine Rutschpartie. Dann sollte der Typ jetzt eigentlich sagen, Hurra! Du hast 25 Ninjas gefunden. Ja, du hast alle 25 Ninjas gefunden. Lass dich zu deinem perfekten Sieg beglückwünschen. Dein Ninja-Rang ist Ninja-Meister. Bitte nimm diese Belohnung an. Und man kriegt noch eine Trophäe. Ninja-Aufsteller Nummer 51. Yay! Also für Leute, die das auf jeden Fall auf 100% haben wollen, sehr, sehr toll. Wir sind jetzt natürlich der größte Ninja aller Zeiten, Leute. Also wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich auch nicht. So, ja, ich hoffe, damit habe ich einigen geholfen, falls ihr irgendwie Probleme hattet, die Ninjas sind ja gar keine Ninjas, zu finden. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.